Guten Morgen, hier aus dem Chaoshaufen. Und zwar mache ich heute mit beim Midnight Bazaar im Postpalast und habe erst gestern Abend angefangen auszumisten. Also ich bin echt überrascht, dass ich doch nochmal, das zweite Mal, ich hatte schon im Dezember, glaube ich, alles ausgemistet, nochmal so viele Klamotten gefunden habe. Und das sind nur ein Teil der Schuhe, der Rest der Schuhe sind im Keller und tada! Hier ist auch noch so viel Chaos. Es ist eigentlich überall Chaos in meiner Wohnung. Und ja, jetzt versuche ich mal ein bisschen Ordnung zu machen. Gleich kommt noch eine Putzkraft, die mir dabei hilft. Und ich nehme euch natürlich den ganzen Tag mit. So, auf einen erfolgreichen Flohmarkt. Juhu! Hey, hey! Heute ist mein erstes Mal. Und ich dachte, ihr solltet dabei sein. Und zwar mein erstes Mal Flohmarkten, ja. Ich bin, oh Gott, ich kann die Kamera nie halten. Ich bin, habe mich vor einer Woche entschieden, das habe ich, glaube ich, vorher in den Ausschnitt auch noch erwähnt, beim Midnight Bazaar Postpalast mitzumachen und habe gestern nach der Arbeit über Nacht erst angefangen auszumisten. Und das ist meine Beute. Hinten. Das sieht jetzt viel weniger aus, als es ist, aber ich zeige euch nochmal, wenn alles auf dem Tisch steht. Ich muss jetzt zur Bäckerei rennen und Kleingeld holen, also Wechselgeld. Und eigentlich sollte ich ein Video machen, wie bereite ich mich nicht auf einen Flohmarkt vor. Ich bin ziemlich kaputt und fertig und schon wieder seit 7 Uhr wach. Aber ich hoffe, es lohnt sich. Also, bis gleich. So, das sind meine Sachen. Irgendwie bin ich ein bisschen deprimiert, weil die anderen voll viele Markensachen haben. Aber ich bin gar nicht so ein Markenschwein. Anymore. Ich glaube, das ist das Tollste, was ich habe. Die Gästtasche. Zwei Brillen hat schon meine Schwester mir abgekauft. Und die Jacke ist wohl die teuerste. Die sind alle noch am Aufbauen. Hier ist noch eine Freundin, die mithilft. Die hat ihr Zeug, die hat viel Zeugs. Jo. So, es ist jetzt 10 Uhr und ich dachte, ich mache mal eine kleine Runde, was die Leute haben. Und es ist schon sehr schwierig. Aber ich bin todmüde und ich habe nicht so viel verkauft, wie ich wollte. Aber gut, ich habe zumindest etwas verkauft. Ich habe meine Kosten rausbekommen. Also es ist jetzt echt nichts Aufregendes. Es ist halt ein Flohmarkt. Aber vielleicht bin ich auch einfach müde. So, meine Leute. Und zwar, ich bin wieder zurück vom Flohmarkt und ich muss sagen, es war sehr, sehr, sehr anstrengend für mich. Ich fand es nicht so toll. Es hat leider geregnet und es war nicht so viel Publikum da, aber ich bin nicht auf meine Kosten sitzen geblieben. Das ist zum Beispiel super, super gut. Aber ich erkläre euch mal ganz kurz, wie es in der Midnight Bazaar abläuft und wie die Organisation ist etc. und meinen Ablauf. Also, du kannst online auf der Homepage dir die Tische mieten oder einfach nur den Stand. 1 Meter Stand kostet 10 Euro, finde ich vollkommen okay. Ein Biertisch ist allerdings 2,20 Meter, also habe ich 20 Euro für den Stand gezahlt und 5 Euro Miete für den Biertisch, weil ich werde es nicht nochmal machen. Ich glaube, das werde ich immer wieder sagen. Das sage ich schon seit Samstag, dass ich das nicht normal machen werde. Dann zahlst du 10 Euro Müllkaution, wenn du den Verkäuferausweis bekommst am Anfang. Das Ganze fängt meistens um 3 Uhr an. Also 2:30 Uhr ist so Einlass für die Händler und um 5 Uhr ist der Einlass für die Besucher. Und ich war, glaube ich, schon um 2:30 Uhr da und hatte dadurch auch für mich einen sehr guten Platz. Ich war direkt am Anfang, habe keine anderen Tische umgefahren, nur ein paar Leute
Also direkt hinter mir war niemand. Das war super, ja. Sonst hätte ich da, glaube ich, die Stände noch kaputt gefahren. Also es ist Pflicht, bis 23.30 Uhr da zu bleiben und dann erst abzubauen. Man hat circa eine halbe Stunde Zeit. Und dann kriegt man auch seine 10 Euro Müllkaution wieder zurück. Ach, das war es eigentlich schon. Ich denke, ich würde definitiv raten, wenn ihr sowas macht, macht es mit zwei Leuten. Wenn ihr eure Sachen ausmistet, macht es nicht eine Nacht davor und schon gar nicht an den Morgen, auch wenn der Flohmarkt erst ab 3 ist. Ihr braucht, seid ausgeschlafen, isst was, frühstückt in Ruhe, denn es wird trotzdem ein anstrengender Tag. Auf jeden Fall, war es eine Erfahrung wert. Das sind meine zwei Tipps. Organisiert euch rechtzeitig und geht definitiv mit jemand zusammen. Macht es nicht alleine. Es ist wirklich, wirklich anstrengend. Ah, ich fand eine andere Idee auch ziemlich gut. Und zwar hat jemand einen Meterwohl gemietet, hat dann einen Bügeleiertisch dahingestellt und darauf eine Platte und die Platte quasi als Tisch benutzt. Ja, mein Tipp Nummer 3 ist definitiv, habt einen Kleiderständer da. Das ist ein super, super, super Ding. Und zwar, man kann da so viele Oberteile, also wenn du alle Oberteile aufhängst oder alle Kleider und solche Sachen, dann können die Leute einfach nur zack, 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 so durchblättern. Auch eigentlich, mehr gibt es nicht zu wissen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir erzählt, ob ihr auch im Flohmarkt mitgemacht habt oder nicht und wie eure Erfahrungen waren. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich virtuell verfolgt und mir einen Daumen hoch gibt. Und mich natürlich abonniert. Müsst nicht alles auf einmal tun. Lasst euch Zeit. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Dann. Wir sehen uns im nächsten Video. Denn das gibt es bestimmt. Bis dann. Tschüss.